Servus Leute, ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar soll es heute mal um das Büro gehen von unserer neuen Wohnung, also um das Gaming-Zimmer. Und ja, ich dachte mir, ich baue heute einfach mal an dem weiter. Besser gesagt, ich fange heute mal an, das zu bauen. Also ihr seht schon, hier sind die zwei Arbeitsplatten, die haben wir schon bei Obi besorgt tatsächlich. Und zwar sind das so graue Arbeitsplatten. Ich finde die persönlich richtig geil. Also die sehen einfach wild aus als Unterlage dann für meine Tastatur und so weiter. Ja, und dann ist das Büro gerade auch noch ziemlich vollgestellt mit irgendwelchen Küchensachen. Hier ist noch so eine Bilderleiste. Das räume ich alles jetzt erstmal nochmal raus. Das ist die Deckenlampe fürs Bad. Und hier sind noch irgendwelche Bananenkisten und so und alles Mögliche. Und ich würde sagen, ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung machen, damit hier überhaupt irgendwas passieren kann in diesem Zimmer. Und ja, wie ihr seht, die ganzen Wände sind einfach momentan leer. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Schrank aufgebaut. Und zwar ist das dieser Schrank hier, der sich hinter mir befindet. Dieser Schrank, den habe ich tatsächlich schon aufgebaut. Kann ich euch auch noch mal kurz einblenden. Der hat nur 30 Euro gekostet bei Jysk. Deswegen dachte ich mir, den nehme ich mit. Und hier sind meine drei Monitore, die ich mir noch gekauft habe, von denen wir gar nicht alle brauchen. Aber bin ich mal gespannt, wie ich die verwende. Und aus den Dingern hatte ich vor, noch Lautsprecherhalterung zu bauen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ich muss noch Schaumstoff bestellen und noch eine dritte Monitorhalterung. Halt als Schalldämmung. Ihr merkt ja, wie es hier gerade drin schallt. Ist ein bisschen sehr extrem. Und da sind meine ganzen Bausachen noch. Muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt einen Anfang finde. Ich würde sagen, ich bring erstmal das Alex-Regal von drüben noch rüber, weil das brauche ich als Standfuß für den Schreibtisch. Dann nehme ich nämlich einmal das Alex-Regal von Ikea. Dann nehme ich dieses Ding, das muss ich noch ein bisschen erhöhen, das kriege ich aber auch hin. Und dann habe ich noch so Tischfüße bestellt, nicht bestellt, bei Obi gekauft. Und zwar diese Tischfüße. Ja, den Karton hier kann ich auch mal rausstellen. So, der kann erstmal in die Küche. Ja, genau, und zwar habe ich mir diese Tischfüße hier noch geholt. Das sind so, die waren auch nur 71,8 cm hoch und ich brauche ungefähr 75 cm wegen dem Schreibtisch. Und deswegen habe ich noch diese Standfüße. Also ich habe hier noch solche Standfüße. Und dann noch, wo man die oben befestigt, mit Gewinden noch, mit dieser großen Mutter hier, kann ich die dann noch verlängern. Das heißt, es sollte dann auf jeden Fall passen. Und da bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt überhaupt alles mache. Also erstmal räume ich hier das Zimmer auf, würde ich sagen. Erstmal alles raus, was hier nichts verloren hat. Raus mit die Viecher! Damit hier erstmal ein bisschen Platz ist. Also aufgeräumt ist jetzt schon mal genug. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, das Alex-Regal hierher zu tragen. Und dann kann ich auch schon mal probieren, den Schreibtisch aufzubauen. Ich müsste halt noch bei diesem Regal, was da hinten steht, weiß nicht, ob man das sieht, muss noch eine kleine Platte drauf. Und die muss ich noch zuschneiden mit der Stichsäge, damit es dann passt und damit es halt unter den Schreibtisch passt, also damit es dieselbe Höhe hat ungefähr. Ich hoffe mal, das kriege ich hin, aber sollte eigentlich dann passen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das mit dem Schreibtisch hinbekomme. Und dann muss ich natürlich noch die Standfüße auch festmachen und so, also das könnte schon relativ kompliziert werden. Also hier ist das Alex-Regal, das muss ich jetzt irgendwie rüber transportieren. Da liegen auch noch 2 Millionen Sachen drauf. Die räume ich jetzt alle runter und dann trage ich das nach drüben. Und zwar ist das jetzt dieses Ding hier, also diese Platte, die kommt dann da oben drauf. Ja, da war nämlich keine mehr dazu und da der Schreibtisch sonst zu klein ist, mache ich noch dieses Ding oben drauf. Und das schneide ich dann natürlich so zu, dass es passt und dann hat es die perfekte Höhe. Und das muss ich natürlich jetzt erstmal nochmal so anzeichnen und dann schneide ich es ab mit der Stichsäge, sodass es am Ende dann die richtige Länge hat. Eigentlich sollte das nicht so schwer sein. Ich hole mir erstmal einen Bleistift. Und ja, das ist eigentlich auch ein Regalbrett, das heißt, hier hinten ist die Seite, wo keine Kante dran ist. Und hier an den anderen zwei Seiten überall Kanten dran, was ein bisschen doof ist, wenn man die Seite ja sieht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, das ist ja auch nur ein Standfuß für den Schreibtisch, also nicht weiter problematisch.
So, dann mache ich das so und dann muss das überall passen. Wie gesagt, das muss auch nicht ganz exakt sein. Mit der Stichsäge wird sowieso nicht perfekt. Dann mache ich so. Jetzt habe ich hier, wie ihr seht, da ist eine Linie und dann auch da. Das mache ich jetzt noch, also mache ich noch komplett die Linie. Und dann kann ich es auch schneiden. Nehmen wir einfach den Zollstock hier. So, passt perfekt. Und jetzt muss ich es zuschneiden. So soll das eigentlich passen, Leute. Dann kann ich hier noch irgendwas drauflegen, damit es auch ja hält. Diese Metallhalterung ist beispielsweise ganz gut. So, Leute, das ist der erste Einsatz von meiner wunderschönen Stichsäge. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. So, das ist jetzt das übrige Brett. Keine Ahnung, was ich damit noch anstelle, ich weiß es nicht. Jetzt muss ich nur noch die andere Seite hinkriegen. Die lange Seite. Es hat eigentlich echt gut geklappt, muss ich sagen. Klar, es ist nicht perfekt gerade, aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Und dann kann ich das natürlich noch abschleifen. Bitte sag, das Ding geht mit einmal ab. Ich habe keinen Bock, das noch 10 Jahre einzureichen. Warum müssen die da immer solche Klebezettel drauf machen? Ich verstehe es bis heute nicht. Perfekt. Ja, jetzt ist zwar hier alles dreckig, aber das ist ja nicht schlimm, das kann man dann alles später saugen. Wichtig war nur, dass das jetzt erstmal passt. Diese Lampe ist jetzt ziemlich dreckig, die Schreibtischlampe. Nicht aus dem Weg geräumt. Ich wollte erstmal einen Staubsauger, das geht gar nicht hier. So eine Schweinerei. Ich hätte fast noch ins Alex-Regal reingeschnitten. Fast jetzt wirklich fast wie angegossen. Und an jeder Seite steht noch ein bisschen was über. Geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Muss ich mir noch passende Schrauben suchen. Solche Schrauben nehme ich jetzt einfach so. Das sind so lange, etwas dünnlichere Schrauben. Die sind ganz gut dafür. Ja, 75,2 ungefähr. Das sollte ungefähr passen. Und das Alex-Regal 69,3. Und das Ding ist nochmal 6 cm. Das heißt, da kommen wir auch auf 75,3. Also 1 mm sollte da, denke ich, keinen brutalen Unterschied mehr machen. Genau, weil bei dem Alex-Ding haben wir ja noch hier diesen Standfuß und der kommt dann noch drunter. Das heißt, es sollte sich dann ziemlich ausgleichen. Hätte man eigentlich auch erstmal vorbohren können, aber... Problem gelöst, aber jetzt nehme ich andere Schrauben. Das soll ja auch nicht schön aussehen, das Regal. Das ist ja einfach nur ein Standfuß. Genau, die sind nämlich eindeutig zu lang und dann überdreht die Schraube und so. Solche nehme ich jetzt. Das geht so schnell zu Bruch. Hauptsache es hält, wirklich. Die andere Seite von dem Regal ist auch ziemlich hässlich. Da sind irgendwelche Streifen dran. Wunderschön. Hier können wir jetzt noch das abschleifen, weil die Kante ist halt die hässliche Kante. Und ja, es ist fest, auch wenn die Ecken hier alle komplett zerbröselt aussehen und so. So, jetzt putze ich das Regal und dann stelle ich mal den Schreibtisch so auf, wie ich es mir vorstelle. Ja, Leute, wir haben das dann noch kurz gebaut und zwar sieht das jetzt so aus. Also wir haben da jetzt erstmal das Alex-Regal hingemacht und so steht schon mal die erste Platte. Da ist noch dieses andere Ding drunter, wo ich halt das mit der Stichsäge zurechtgesägt habe. Und zwar sieht man das ja hier, also diese ganze obere Platte. Und wie schon gesagt, jetzt sieht man diese ganzen Einschnitte und so überhaupt nicht mehr, weil da stört es ja jetzt nicht mehr. Und das Problem ist jetzt, was mir aufgefallen ist, die Arbeitsplatte liegt hier gar nicht richtig auf. Also man müsste hier mega den Druck aufbringen, um dann die Schraube praktisch reinzubekommen. Und dann wäre hier auch übelster Druck auf der Schraube, wenn das hier dann fest ist. Deswegen muss auf jeden Fall in die Mitte nochmal ein Standfuß, weil das liegt daran, dass sich die Platte durchbiegt. Die geht hinten nochmal nach oben, obwohl halt beide Dinge wirklich exakt auf derselben Höhe sind. Das heißt, da muss auf jeden Fall in die Mitte nochmal ein Standfuß und deswegen gehen wir jetzt nochmal zu Obi. Und übrigens waren wir auch schon im Baumarkt nochmal und haben uns so eine Verbindungsschiene geholt für die Arbeitsplatten. Hier in die Ecke kommt ja dann die andere Arbeitsplatte. Da machen wir hier einfach diese Verbindungsschiene so dran. Das ist so eine Metallschiene, vor allem die war übelst teuer, die hat 18 Euro oder so gekostet. Und dann sind hier die Arbeitsplatten miteinander verbunden und dann passt das auch. Und dieses Alex-Regal kommt dann auch auf die andere Seite, also hier rüber sozusagen. Und da kommen dann nur noch Standfüße hin, also ich hoffe mal, das klappt dann so, wie ich mir das vorstelle, aber es sollte eigentlich gehen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall mal am Schreibtisch weiterbauen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal als erstes diese Leiste hier dran. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das gelohnt hat für den Preis. Aber es ist ja auf jeden Fall ganz geil. Also ich nehme mal an, das hier ist die Seite, wo man es dann dran schraubt an die Arbeitsplatte. Und diese andere Seite hier, da kommt es dann an die bereits vorhandene Kante dran. Genau. Ja, das ist so eine blöde Schiene, so teuer ist, ey. Und ich muss ja auch darauf achten, was für eine Dicke ich an der Arbeitsplatte habe, weil da gab es zwei verschiedene. Einmal diese dünnen Arbeitsplatten und dann die richtigen massiven Küchenarbeitsplatten. Aber für den Schreibtisch reicht so eine locker aus und ist natürlich günstiger und sieht auch sogar besser aus, finde ich. Genau, hier müsste die Kante dann jetzt dran. Besser gesagt, diese Leiste, ist ja keine Kante. Oh, perfekt. Die liegt genauso auf hier an der Kante, dass es genau passt, oben und bündig ist.
Ja, die eine, die ich hatte, war eh zu lange. Hat bestimmt irgendein Spasti im Baumarkt wieder das in die falsche Kiste geworfen. Aber die Schrauben nehme ich jetzt auf jeden Fall dafür. So, dann brauche ich noch einen Akkuschrauber und einen Bohrer. Die erste Schraube ist dran. Ich glaube, der Schraubenkopf ist ein bisschen sehr dick, den ich mir ausgewählt habe. Ich gucke mal, ob ich noch andere Schrauben finde. Genau, die kleinen hier sollten ja theoretisch auch gehen. Die haben nämlich einen dünneren Kopf. Geht jetzt auch besser dran auf jeden Fall. Nee, dann nehme ich doch lieber die dicken, festen Schrauben. Ja, ich glaube, meine Schrauben sind nicht so ganz dafür geeignet. Am Ende fällt mir auf, dass es doch die falsche Seite ist. Die Leiste ist jetzt auf jeden Fall dran. Drei! So, jetzt müsste ich mal hier die ganzen Füße zusammenbauen. Hier ist sogar aufgemalt, welche Füße man da verwenden kann und so. Aber ich habe ja schon welche gekauft jetzt. Das waren tatsächlich auch die einzigen, die noch da waren von den Füßen. Also wir haben ja nochmal eingekauft dann zwei Stück. Das waren auch wirklich alle. Also jetzt gibt es keine mehr von den schwarzen. Weil die Füße sind 71,8 cm, glaube ich, hoch. Sollten aber 75 hoch sein für meinen Schreibtisch. Das sind nochmal Vierfachmuttern und nochmal eine extra Gewindestange jeweils pro Fuß. Dann sollte das eigentlich auch passen, habe ich extra noch dazu gekauft. Ah, die sind ja beweglich, wie geil. Theoretisch könnte man vielleicht auch ohne die Gewindestange schon auf 75 cm kommen. Oh mein Gott, jetzt sind wir bei über 80. Da hätten wir diese ganze Arbeit sparen können. Ich habe auch hier nochmal das Set gekauft. Das hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Das war so teuer. Ich wollte nehmen uns mal irgendeinem anderen Baumarkt. Natürlich will ich das im besten Fall machen, ohne die komplett zu schrotten. Ja, mit der Zange war perfekt. Und die Vierfachmuttern sind dann auch umsonst. Egal, dann habe ich halt einen Vorrat, falls ich die mal brauche. Direkt der richtige, perfekto. Die mache ich jetzt genau auf 75,2, aber ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt. Boah. So, also der Fuß stimmt. Müsste man dann eigentlich hier so reinmachen? Ja, doch, in die Mitte ja schon am geilsten. Gut, dann messen wir jetzt die Mitte aus. Also 2,45 Meter dürfte die Mitte sein, 1,22,5 Meter. Wie soll ich das denn messen? Genau da. Das Ding ist schon mal dran. So, und jetzt kann ich hier das noch verstellen, damit dann da nicht ganz viel Druck drauf liegt. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall wird das ziemlich geil. So, also ich habe mir jetzt mal die Frage gestellt, wie das überhaupt werden soll mit dem Schreibtisch, weil Stand jetzt ist die Ecke sehr, sehr schwierig. Also ihr seht es ja hier, die Ecke, da hatten wir noch keinen richtigen Plan, wie wir das jetzt machen, aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich da eben richtig lange rum überlegt, wie ich das jetzt letztendlich mache. Und dann ist mir aufgefallen, dass Lea ja noch so einen Ikea-Würfel im Wohnzimmer hatte. Und zwar ist das dieses Stück hier, aber das kann ich doch noch irgendwie verwenden. Und da habe ich es halt abgemessen und habe gemerkt, das ist viel zu hoch. Also es ist einen guten Zentimeter höher, aber irgendwie vom Aussehen her sogar geht's. Also es ist wirklich nicht so viel höher und man kann es auf jeden Fall verwenden für die Ecke, weil ich wusste echt nicht, wie ich das jetzt mache, weil ich hätte theoretisch nur noch für das Ende vom Schreibtisch dieses Alex-Regal hier gehabt, also für das allerletzte Ende ganz hinten und dann hätte ich die Ecke praktisch komplett ohne irgendein Regal oder so gemacht, sondern nur mit zwei solchen Beinen und da war mir schon klar, das wird eigentlich nichts, weil das wird nicht halten, das wird nicht stabil und wird auch nicht schön aussehen. Und dann habe ich mir überlegt, kaufen wir einfach ein Alex-Regal, machen das dann so halb rein, damit es dann die Platten zusammenhält. Wäre auch hässlich geworden und dann hätten wir noch was kaufen müssen. Und so werde ich das jetzt einfach in die Ecke bauen, also einfach. Und dann kommt das Alex-Regal ans letzte Ende und dazwischen machen wir einfach noch ein paar Beine hin. Und dann wird es, glaube ich, ganz gut werden. So ist jetzt der aktuelle Plan. Ich habe übrigens auch schon hier gestern noch dieses Regal hier befestigt mit Schrauben. Ja, ich weiß nicht wirklich gut, da muss ich nochmal nachbessern, aber es ist auf jeden Fall fest und dran. Und es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Die Länge hier stimmt jetzt auch ungefähr, wie nah es schon an der Wand dran ist, damit da hinten noch eine LED-Leiste verlegt werden kann. Und ja, die Heizung stört hier halt, aber das ist alles halb so wild. So Leute, ich habe jetzt tatsächlich nochmal komplett alles geändert. Und zwar hat mein Vater mir hier mit der Tischkreissäge nochmal was abgeschnitten, damit es jetzt passt. Dann habe ich hier komplett die Löcher neu angebohrt und habe die Schrauben neu reingemacht. Und jetzt ist das sogar oben komplett bündig. Und zwar ist es jetzt exakt auf 75 cm. Und der Raum ist minimal schief und drüben
ist es auf 75,5 oder so die Höhe und das gleicht sich exakt aus mit dem Raum. Jetzt sieht man, der Schreibtisch ist echt ziemlich gerade. Ich bin richtig stolz drauf und auch der Fuß passt jetzt wieder. Und jetzt haben wir hier schon mal das Alex-Regal hingestellt und dann heben wir gleich die Arbeitsplatte drauf, damit es dann hier auch passt. Und das Ding wird jetzt einfach so hinkommen, als Verbindungsstück wird es dann noch dienen. Also ich glaube, das wird richtig gut, da das jetzt wieder passt. Und ja, ich bin echt stolz drauf jetzt, dass ich das mit dem Regal nochmal so hinbekommen habe. Und wie gesagt, von vorne sieht man das ja dann nicht. Sieht dann trotzdem perfekt aus. So ein Kallax-Regal von Ikea. Und irgendwie krabbel ich mit den Arbeitsplatten und den Regalschnüren. Das wäre gemütlich. So, jetzt kommt die letzte Schraube, okay? Ja Leute, also ich würde sagen, wir sind jetzt bisher schon ziemlich weit gekommen. Ihr seht es hinter mir, Schreibtisch ist mehr oder weniger aufgebaut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier dieses Alex-Regal. Müsste halt noch in die Ecke und dann müsste sozusagen hier noch eine Kante dran. Das mache ich dann mit meinem Vater zusammen, weil ja, das wollte ich lieber ihn machen lassen, weil der kriegt das trotzdem noch mal ein bisschen besser hin als ich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Schreibtisch ist fertig und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den geileren Sachen wie Monitore anbringen und mein PC-Setup aufbauen. Also vor allem halt hier an die Wand die Monitorhalterung machen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao Leute.